Hey Leute, ich bin's 1Keks und heute zeige ich euch, wie ihr den Minecraft Editor verwenden könnt. Um den Editor zu installieren, müsst ihr als erstes den Minecraft Launcher starten und dann unter Minecraft Windows die neueste Preview auswählen und bei euch installieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bitte beachtet, dass das nur am PC geht, am Handy oder an der Konsole könnt ihr den Editor nicht benutzen. Wenn die neueste Preview bei euch installiert ist, geht ihr einmal kurz zum Desktop, macht Rechtsklick, Neu, Verknüpfung und dann gebt ihr Folgendes ein. Minecraft-Preview Doppelpunkt Fragezeichen Editor gleich True. Bitte beachtet, dass ihr das alles genauso schreibt, wie ich das hier geschrieben habe. Ihr könnt es auch aus der Videobeschreibung kopieren und dann hier einfügen. Wichtig ist, dass es ganz genau so hier steht. Und dann geht ihr auf Weiter und dann könnt ihr hier eingeben, was ihr wollt, also wie ihr es halt nennen wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal Minecraft-Preview. Und dann geht ihr hier auf Fertigstellen. Und dann solltet ihr hier die neue Verknüpfung sehen. Und wenn ihr das jetzt öffnet, dann habt ihr die Preview-Version, den Editor. Das hier ist jetzt der Minecraft-Editor. Ihr seht, hier gibt es kein Hauptmenü. Wenn ich hier auf Escape gehe, dann kann ich nur das Spiel verlassen. Und hier kann ich entweder jetzt ein neues Projekt erstellen. Das ist keine Welt, sondern ein Projekt. Aber das könnt ihr als Welt exportieren. Oder ihr könnt auch, also übrigens, hier könnt ihr auch Void-Welten erstellen. Das geht normalerweise nicht. Oder ihr könnt auch Welten importieren. Und um eine Welt zu importieren, müsst ihr erstmal hier rausgehen und über den Minecraft-Launcher die normale Preview-Version starten. Jetzt könnt ihr hier auf Play Preview gehen und eine der existierenden Welten auswählen. Passt auf, diese Version ist extrem instabil. Es kann sehr gut sein, dass euer Spiel crasht, wenn ihr hier durch dieses Menü navigiert. Und um diese Welt jetzt zu exportieren, geht ihr hier auf Export World, dann könnt ihr hier noch einstellen, ob die Spielerdaten gelöscht werden. Das lasse ich jetzt mal aus, ist auch besser so, dass ihr das auslasst. Und dann geht ihr hier auf Export World und könnt irgendwo einen Dateiordner bei euch auswählen. Und dort speichert ihr das dann einfach ab. Bei mir ist jetzt das Spiel gecrashed, aber ich sehe bei mir im Dateiordner, dass die Welt trotzdem exportiert wurde. Das heißt, ich kann einfach wieder den Editor öffnen. Warum habe ich das eigentlich Preview genannt? Ich sollte das vielleicht Minecraft Editor nennen und nicht Preview. So, und wenn ihr das jetzt gestartet habt, dann geht ihr hier auf diesen Knopf und hier könnt ihr eure Welt dann reinladen. Und jetzt ist die Welt, die ihr in der Preview gerade exportiert habt, hier drin. Ihr könnt übrigens nur Welten aus der Preview nehmen, aus der Vollversion geht im Moment noch nicht, weil das alles noch experimentell ist. Wenn die Welt bei euch geladen hat, dann sollte sich bei euch dieses Fenster hier öffnen. Das könnt ihr einfach wegklicken und dann ist erstmal die Frage, wie bewegt man sich? Ihr könnt euch drehen mit der Maus, indem ihr Rechtsklick gedrückt haltet. Normalerweise, wenn ihr die Maus bewegt, dann passiert ja nichts. Ihr müsst Rechtsklick gedrückt halten, dann könnt ihr die Maus bewegen und dann könnt ihr euch ganz normal wie in Minecraft mit WASD, Leertaste, Shift und allem fortbewegen, wie ihr das ganz normal aus Minecraft kennt. Es werden übrigens auch die Keybinds aus der Preview-Version übernommen. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche eigenen Einstellungen habt, dann ist das hier auch mit drin. So, und jetzt können wir uns einmal hier die ganzen Einstellungen anschauen. Wir haben hier File, da können wir das nochmal als Playable World, also als spielbare Welt exportieren. Hier haben wir ein paar UI-Einstellungen, da können wir zum Beispiel die Größe von einem UI ändern, das lassen wir mal auf 100%. Wir können auch die Schriftgröße ändern, können wir größer, kleiner machen und wir können das Theme ändern. Da gibt es 4 verschiedene Themes. Das Standard-Theme ist das Dark-Theme, dann gibt es noch Light, Redstone und High Contrast. Ich lasse es jetzt für das Tutorial erstmal auf Dark. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Da hinten brennt es gerade. Wir sind jetzt gerade hier im Tool-Mode. Es gibt 2 verschiedene Modi. Der Tool-Mode ist der, wo ihr die ganzen Sachen bearbeiten könnt. Und wenn ihr einmal STRG-TAB drückt oder hier oben auf Crosshair-Mode klickt, hier oder hier, dann könnt ihr euch wie in Minecraft ganz normal in der Welt bewegen und ihr könnt Blöcke abbauen und euer Inventar öffnen und alles machen, was man sonst so in Minecraft machen kann. Ihr könnt auch den Chat öffnen, ihr könnt alles Mögliche machen. Und wenn ihr wieder wenn ihr entweder wieder STRG-TAB drückt oder Escape, dann kommt ihr zurück in den Tool-Mode. Hier könnt ihr jetzt verschiedene Dinge tun, wie zum Beispiel hier Edit, könnt ihr Sachen rückgängig machen. Übrigens der Block, den ich jetzt hier vorhin abgebaut habe, den kann ich mit STRG-Z und STRG-Y wieder hinplatzieren. Also selbst Sachen, die man einfach ganz normal abbaut, kann man hier mit STRG-Z und STRG-Y rückgängig machen oder hier mit diesen Knöpfen. Oder hier. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Dann könnt ihr Deselect, Delete, das werde ich euch gleich alles noch zeigen. View, das kann, glaube ich, noch nicht wirklich was. Das ist noch relativ unnötig. World Options, da könnt ihr jetzt zum Beispiel einstellen. Standardmäßig sind Entities pausiert, das heißt, die können sich nicht bewegen und ihr könnt nichts mit denen machen. Wenn ihr das hier ausschaltet, dann können Entities sich bewegen. Aber ich lasse es jetzt mal so, dass die Entities pausiert sind. Hier könnt ihr die Dimension wechseln, ihr seid jetzt hier gerade in der Overworld, ihr braucht kein Portal, um zu wechseln, ihr könnt einfach hier Nether oder End eingeben. Und wenn ich jetzt hier auf Test World gehe, dann kann ich hier rechts Test World auswählen. Ich kann hier noch ein paar Einstellungen machen, in welchem Modus ich das ausprobieren möchte. Also wenn ich das jetzt mache, dann werde ich in eine andere Welt
befördert, dann gehe ich einmal kurz raus und wieder rein. Das dauert ganz kurz. Und wenn ich wieder hier drin bin, oh, jetzt bin ich im Survival-Mode, ja. Also, das übernimmt jetzt die Einstellung von vorhin und ich bin noch an der Position, an der ich vorhin war. Ich kann jetzt hier auf Return to Editor gehen und dann bin ich wieder im ganz normalen Edit-Mode. Das ist halt einfach nur zum Austesten, dass ihr einmal in der Welt spielen könnt. So, ihr könnt außerdem Time-of-Day-Settings machen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte, dass der Tageslichtzyklus aus ist. Das könnt ihr hier machen. Das würde ich sogar empfehlen, dass ihr einfach immer Tag habt. Dann könnt ihr hier auf Tag stellen oder was auch immer. Ihr könnt auch hier einstellen, wie die Zeit bei euch hier angezeigt wird. Aus irgendeinem Grund kann man hier nichts eingeben. Das ist ein bisschen seltsam, weil eigentlich müsste man hier was eingeben können, beziehungsweise was ändern können, aber das scheint im Moment nicht zu funktionieren. Das ist ja auch alles noch in der Entwicklung, also ja. Ihr könnt hier jede beliebige Zeit einstellen. Ihr könnt Sunset, Midnight oder natürlich... hier Presets None. Jetzt müsste man Custom Time... Ja, jetzt kann man hier Sachen einstellen. Was natürlich auch geht, ihr könnt Shift und Tab drücken und dann könnt ihr Commands benutzen, um die Zeit umzustellen, wie ihr möchtet. Aber hier geht's halt auch. Genau. Dann könnt ihr hier noch das Wetter ändern. Ihr könnt machen, dass es regnet oder gewittert oder einfach klares Wetter. Also Tag und klares Wetter ist natürlich zum Bearbeiten am allerbesten. So. Dann haben wir hier oben diese ganzen Tools. Hier oben haben wir so eine Hotbar mit 9 verschiedenen Items. Wenn wir hier draufklicken, dann können wir hier ein Item hinzufügen. Ich würde jetzt mal als Beispiel einen Goldblock hinzufügen. So. Jetzt habe ich hier oben in der Hotbar einen Goldblock. Ich kann übrigens auch mit den Zahlentasten zwischen den Slots wechseln. Und wenn ich jetzt hier im Selection Mode bin, dann kann ich Bereiche auswählen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die erste Position setze, die setze ich jetzt mal hier hin. Das heißt, also ich habe jetzt hier einfach Linksklick auf diesen Block gemacht und jetzt kann ich entweder diese Auswahl an diesen Ecken hier vergrößern oder also ich kann diese Ecke hier zum Beispiel verschieben. Ups, jetzt habe ich aus Versehen einen anderen Block ausgewählt. Ja, also ich kann hier diese eine Ecke verschieben. Wenn ich mich bewegen will, muss ich übrigens immer Rechtsklick gedrückt halten, wie ich es am Anfang schon erklärt habe. Also ich kann die einzelnen Ecken verschieben oder ich kann die gesamte Auswahl verschieben oder ich kann auch hier diesen einen Block auswählen und dann Shift und einen anderen Block drücken und dann wird zwischen diesen beiden Blöcken der gesamte Bereich ausgewählt. Was ich auch machen kann, ich kann mehrere Bereiche auf einmal auswählen, indem ich, also jetzt habe ich diesen hier ausgewählt, jetzt halte ich Steuerung gedrückt und wähle noch einen weiteren aus, Shift und jetzt hier klicken und jetzt sind diese beiden Bereiche hier ausgewählt. Ihr könnt jetzt natürlich so viele Bereiche auswählen, wie ihr möchtet und ihr könnt auch ändern, wie ihr das hier auswählt, genau. Und wenn ihr das jetzt ausgewählt habt, dann könnt ihr hier oben aus eurer Hotbar hier quasi einen Block auswählen. Ich nehme jetzt hier diesen Goldblock und dann könnt ihr auf Fill Selection gehen. Ihr könnt auch auf, also ich mache nochmal Steuerung Z. Ihr könnt auch auf Entfernen gehen, dann wird das alles gelöscht. Mache ich nochmal Steuerung Z. Und wenn ihr jetzt die Sachen, also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Auswahl aufheben wollt, dann könnt ihr entweder einfach irgendwo auf den Himmel klicken oder Steuerung D drücken. Dann ist das nicht mehr ausgewählt. So. Es gibt hier auch verschiedene Auswahlmodi, Fixed Distance, da wird jetzt zum Beispiel immer irgendwie der Block, der jetzt gerade 2 Blöcke von mir entfernt ist oder wie auch immer, ausgewählt. Mit dem Mausrad könnte die Entfernung ändern. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich würde gerne da hinten diesen Block irgendwo in der Luft auswählen. Und dann mache ich die Auswahl wieder näher an mich ran und Shift-Linksklick und dann ist dieser Bereich hier in der Luft ausgewählt. Hier funktioniert das übrigens nicht mit auf den Himmel klicken, da müsst ihr STRG D drücken, um die Auswahl aufzuheben. Und Adjacent heißt, dass ihr nicht den Block auswählt, den ihr anvisiert, sondern den Block darüber. Dann könnt ihr hier auch noch, ich mache wieder Freeform, das heißt der Block, den ich gerade anvisiere mit der Maus. Und dann könnt ihr hier noch diese Checkbox hier ausmachen. Das heißt, dass jetzt zum Beispiel hier das Wasser, dass ich das auch mit auswählen kann. Wenn ich diese Checkbox wieder anmache, dann werden die Blöcke unter dem Wasser ausgewählt. So, ich fliege jetzt mal gerade darüber zu dem Dorf. Ich drücke Shift und Tab und dann bin ich im Crosshair-Mode und dann kann ich ganz normal darüber fliegen. Oha, was? Hier gibt es einfach 2 Schmieden. Ich packe euch den Seed von dieser Welt mal in die Beschreibung, dann könnt ihr euch die auch mal erstellen, falls ihr Lust habt. So, was ich euch jetzt eigentlich zeigen wollte, wir haben ja hier jetzt noch nicht genug Schmieden, ne? Nehmen wir doch mal hier die Schmiede als Beispiel. Ich kann jetzt mal hier die Schmiede auswählen. Hierfür eignet sich jetzt wieder der Fixed Distance Mode. Dann reduziere ich hier die Distanz und gehe ein bisschen hier rüber und ein bisschen hoch. So. Und jetzt habe ich hier die gesamte... Ups, jetzt habe ich aus Versehen F gedrückt. Genau. Wenn ihr F drückt, dann
gibt es so eine coole Kamerafahrt zu, das ist ein bisschen problematisch, weil ich habe Sneaken auf F und wenn ich runterfliegen will, dann werde ich manchmal dahin gemacht. Ja, aber ist eine coole Sache. Also ich kann jetzt natürlich auch wieder hier die Auswahl ein bisschen kleiner machen, falls das nötig ist. Mensch, ich will, dass das aufhört. So, jetzt habe ich hier dieses Haus markiert. Jetzt kann ich STRG C drücken. Und jetzt mache ich einmal STRG D, damit die Auswahl aufgehoben ist. Und dann mache ich mal wieder Freeform. Entweder könnte ich jetzt einfach irgendwo hingehen und mit meiner Maus irgendeinen Block auswählen und da dann STRG V drücken. Jetzt ist hier die Schmiede einfach platziert worden. Oder was ich auch machen kann, ich kann hier in diesen Paste Preview gehen. Und dann kann ich genau sehen, wie das hier später platziert wird. Und dann kann ich hier zum Beispiel auch so Sachen machen wie Rotation, dass das dann zum Beispiel um 90 Grad gedreht ist oder um 180 Grad. Oder ich kann es spiegeln um X oder um Z. Moment, übrigens, wenn ihr hier statt Freeform Fixed Distance auswählt und dann hier reingeht, dann... Hier, Fixed Distance. Hier müsst ihr das einstellen, genau. Jetzt könnt ihr natürlich auch mit dem Mausrad wieder die Entfernung ändern. Ihr könnt es auch in den Boden machen, dann wird hier ein Loch entstehen drumherum. Und jetzt könnt ihr natürlich wieder einstellen, dass ihr es dreht oder spiegelt oder wie auch immer. Wenn ihr dann bereit seid, es einzufügen, dann könnt ihr Linksklick machen. Moment, ich mach das mal so hierhin, Linksklick und jetzt ist es da. Genau, und jetzt kann ich noch eine drüber platzieren, wie ich will. Also ihr könnt Sachen kopieren, einfügen, wie ihr möchtet. Dann gibt es hier links noch dieses Brush-Tool. Das könnt ihr benutzen, um mit Blöcken zu malen. Ich habe jetzt wieder hier den Goldblock. Standardmäßig ist der Zylinder ausgewählt. Sieht jetzt nicht so schön aus. Ihr könnt, wenn ihr es ein bisschen schöner haben wollt, wählt ihr den Ellipsoid. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel, also wenn ihr Face-Mode aktiviert, dann wird es über den Blöcken platziert. Wenn ihr Face Mode deaktiviert, dann kann es auch sein, dass es so ein bisschen in die Blöcke reingeht vom Boden. Das funktioniert mal besser, mal nicht so gut. Müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Hier könnt ihr auch die Größe davon ändern. 10, jetzt habe ich einen ganz großen. Oder jetzt hier 2 ist ein ganz kleiner, eine ganz kleine Kugel hier. Ah, das ist ganz witzig hier. Jetzt kann ich mit so einem kleineren Pinsel ein bisschen rummalen. Wenn ich hier Uniform ausmache, dann kann ich die Größe in alle möglichen Richtungen ändern. Dann kann ich zum Beispiel so eine lange Kugel machen. Also das ist ja keine Kugel, das ist ja ein Ellipsoid hier, wie das heißt. Und damit kann ich dann natürlich auch hier lang malen, wie ich will. Oh, jetzt lag's. Und ich hab's gecrashed. Es ist alles noch experimentell, das heißt, es kann sehr gut passieren, dass das Spiel einfach mal zwischendurch crasht. So, außer dem Ellipsoid könnt ihr hier natürlich auch andere Sachen auswählen, wie Cone. Könnt ihr natürlich auch wieder alles mögen. Oh, weil ich das Spiel jetzt neu gestartet habe, ist alles aus der Hotbar hier rausgeklärt. Das heißt, ihr müsst wieder das neu da reinmachen. Ich nehme einfach mal irgendwas jetzt ab. Bamboo ist vielleicht nicht so gut geeignet. Ihr solltet schon einen soliden Block nehmen, weil sonst wird das alles runterfallen. Also ich kann jetzt wieder hier einen neuen Block hinzufügen und dann kann ich damit rummalen. Oder Pyramide. Es gibt wirklich ganz viele Sachen, die ihr machen könnt. Und ihr könnt natürlich auch wieder hier die Größe ändern. Die Breite und die Höhe. Und es dann einfach hierhin platzieren. Sieht jetzt ziemlich bescheuert aus, was ich hier gemacht habe. Aber ich bin mir sicher, ihr kriegt da irgendwelche coolen Kreationen mit hin. Ist ja jetzt auch alles nur zum Erklären hier. So, hier gibt es noch das Linien-Tool. Da könnt ihr leider die Breite und Höhe nicht einstellen aus irgendeinem Grund. Das wird bestimmt irgendwann noch hinzugefügt. Aber die Linie ist natürlich auch wieder ganz einfach. Ihr platziert irgendwo euren ersten Punkt. Ich weiß gar nicht, warum der anders aussieht. Das ist ein bisschen komisch, aber der funktioniert genauso wie jeder andere Punkt auch. Den könnt ihr natürlich auch verschieben, wie ihr wollt. Natürlich auch wieder auswählen, wie ihr das auswählen wollt, dass ihr zum Beispiel wieder irgendwas in der Luft platziert oder wie ihr möchtet. So, und jetzt habt ihr hier eure beiden Punkte. Warte mal, kann ich mehrere Punkte machen? Das habe ich noch nicht ausprobiert tatsächlich, ob ich sowas hier machen könnte. Oh, das geht sogar auch. Ja, das ist cool. Jetzt kann ich hier mit Shift-Links-Klick geht das, dass ich mehrere Punkte auswähle. Und von diesen Punkten wird immer eine gerade Linie gezogen. Da könnt ihr leider, wie gesagt, die Breite und Höhe nicht ändern. Das ist leider so. Ihr seid darauf limitiert, dass ihr einen Block breite Linien macht. Geht leider nicht anders, aber genau. Wenn ihr das jetzt hier gemacht habt, dann könnt ihr Fill Selection machen. Eigentlich, ja. Genau, jetzt ist hier der Block hinplatziert worden. Genau, ich gehe mal davon aus, dass in der Zukunft irgendwann noch hinzugefügt wird, dass man die Breite und Höhe ändern kann. Das geht jetzt im Moment noch nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter mit dem Summon-Tool.
Und da könnt ihr irgendwelche Entitäten spawnen. Zum Beispiel ein Schwein. Standardmäßig ist das Schwein ausgewählt. Wenn ich jetzt hier irgendwo hinklicke, dann wird hier ein Schwein gespawnt. Ihr könnt natürlich alle möglichen anderen Mobs auswählen. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel Iron Golem eingeben. Und dann könnt ihr hier einen Eisengolem platzieren. Und den könnt ihr auch drehen, wie ihr möchtet. So. Und wenn ihr jetzt bei World Options hier ausschaltet, dass die Entities pausiert sind, dann können die sich auch bewegen. Kann ich jetzt immer noch einstellen, dass es sich dreht? Ja, aber das lässt er sich natürlich nicht gefallen und dreht sich gleich wieder zurück. Genau. So, und das war's auch schon soweit. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass ich euch zeige, wie ihr die Welt exportieren könnt. Dafür geht ihr hier auf File Export as Playable World. Das ist ein bisschen abgeschnitten. Da müsst ihr einmal Steuerung Tab drücken, damit ihr im Crosshair-Mode seid, also im Fadenkreuz-Modus. Und dann steht hier, wo das bei euch gespeichert wurde. So, und wenn ihr diesen Dateiordner öffnet, dann habt ihr hier die Datei als MC-World-Datei. Da müsst ihr dann einfach hier aus dem Spiel rausgehen, Steuerung Q, dann könnt ihr Save and Quit machen. Und jetzt Escape, dann seid ihr aus dem Spiel draußen. Jetzt könnt ihr wieder die neueste Preview starten. Und das lädt hier interessanterweise auch sehr viel schneller als bei der normalen Version. Aber dafür kann es halt sehr leicht passieren, dass hier das Spiel crasht. So, jetzt könnt ihr hier auf Import World gehen. Moment, ich verschieb mir das mal kurz in den Dateien woanders hin. So, jetzt geht ihr hier auf Import World und da könnt ihr dann eure Welt auswählen. Und jetzt ist die Welt, so wie ihr sie im Editor bearbeitet habt, hier drin. Spawnt wieder am Spawn, wo ihr normalerweise auch spawnen würdet. Und da vorne sehen wir schon beim Dorf, sind die ganzen Änderungen, die wir im Editor vorgenommen haben. Es funktioniert leider momentan nur in der Preview-Version, nicht in der Vollversion. Das ist nochmal sehr wichtig anzumerken, aber das wird bestimmt irgendwann auch in der Vollversion gehen. Das werde ich euch dann im angepinnten Kommentar mitteilen, wenn das mit der Vollversion möglich ist. So, das war's mit dem Video. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Shoutout an meine beiden YouTube-Mitglieder, Vince und Interklex. YouTube-Mitgliedschaften sind bei mir im Moment leider pausiert. Das heißt, ihr könnt jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, keine Mitgliedschaft machen. Da gibt es ein paar Probleme mit YouTube, das wird bestimmt bald wieder gehen. Also wenn ihr das Video in 2 Monaten oder so schaut, ab August sollte es wieder gehen. Da gibt es ein paar exklusive Vorteile. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn noch ein paar mehr Mitglieder beitreten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich bei den Mitgliedern, ich bedanke mich bei euch allen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.